So, der sechste Spieltag steht vor der Tür. Der Hamburger SV gegen den SV Sandhausen, gegen den Tabellen 18. Ja, steht jetzt vor der Tür und damit herzlich willkommen zurück hier bei Fußball Manager 22. Ich habe gesehen, schon beim Upload von den ersten zwei Folgen, dass es Copyright-Verletzungen gab, was ziemlich interessant ist, weil ich dachte, die ganzen Musik ist alles nicht Copyright-mäßig, deshalb habe ich jetzt No-Copyright-Musik jetzt halt im Hintergrund abspielen lassen und die Ingame-Musik quasi gemutet. Hoffentlich bringt das was. Schauen wir einfach mal. Leibold ist wieder fit, er kommt rein für Muheim. Reis wird für Doyle spielen. Doyle möchte ich eigentlich gar nicht mal so viel Einsatzzeit geben. Einfach aus dem Grund, weil er ist nur ausgeliehen. Und deshalb, ne, nicht gerade die Spielzeit geben. Ich glaube, das ist irgendwo verständlich. Farid Alidou geht auf die Bank, da wird Kittel wieder reingehen. Haben wir eigentlich die ganzen Aufgaben zugewiesen? Aber wir können ja hier einfach sortieren, dann ist das alles kein Problem. Alle sortieren und es passt. Wer schießt die Freistöße? Leibold, ansonsten Kittel. Na gut, ist wurscht. Beide haben 82er Werte, also ist es in dem Sinne egal. Dann gehen wir rein hier in die Aufstellung. Carlson, Benchop bekommt die Sonnenüberwachung. Leibold kümmert sich um S-Wein. Frühere Teamkollegen bei Nürnberg, wenn ich mich so weit erinnere. Und Wagner Mann nimmt sich Conti vor. Und dann hoffentlich gehen wir mit einem Sieg hier raus. Müsste eigentlich schon klappen. Ich meine, sie sind Tabellen 18. Wäre auf jeden Fall schön, wenn es funktionieren würde. Jatta macht auf jeden Fall das 1:0 für uns. Zur Halbzeit. Einmal die Halbzeitpause gemacht. Massieren alles. 2:0, 3:0 sogar. Sehr, sehr schön. Meffert kommt rein für Haya. Plata kommt für Jatta rein. Und Winzheimer kriegt wieder Spielzeit für Mitrovic. Und das war's dann auch schon in ganzen Auswechslungen. Und dann simulieren wir einmal bis zum Ende und gewinnen das Spiel gediegen mit 3:0. Sehr, sehr schön. Die anderen Ergebnisse, haben wir irgendwelche Überraschungen dabei? Ingolstadt bekommt ordentlich was eingeschenkt vom Werder Bremen mit 5:1 und Düsseldorf gewinnt gegen Aue 4:1 und Darmstadt gewinnt 4:0. Auch da mal wieder hohe Ergebnisse. Wir klettern einen Platz nach vorne auf Platz 4. Währenddessen hat Schalke eine Siegesserie von 5 Spielen, nachdem sie ja im ersten Spiel gegen uns verloren haben. Und Tim Leibold ist in der Top 11 schon zum zweiten Mal in dieser Saison. Nice, nice. Und wir gehen rein in das Nordderby. Der siebte Spieltag ist da. Wir spielen gegen den SV Werder Bremen. Nordderby-Zeit ist es jetzt. Hoffentlich mit dem besseren Ende für uns. Ja, das Nordderby. Bin gespannt, wie es wird. HSV gegen Werder Bremen. Lange musste man darauf warten. Ich glaube 3 Jahre ungefähr. War ja Bremen dann noch im Oberhaus. Oh, Plato ist besorgt. Was ist los mit dir, mein Junge? Hast du irgendwelche Probleme? Wir tun meinen Dolmetscher für dich anstellen. Er hat Heimweh. Okay. Scheiße. Ja, dafür darfst du spielen für Jatta. Hey, das ist ein bisschen Angebot. Vuskovic, Junge, was ist los mit dir? Du bist ja total unglücklich. Dolmetscher, tun wir da auch mal anstellen. Er hat aber nichts. Keine Ahnung, warum du so krass unglücklich bist. Nevermind. Ich möchte eigentlich so, wie es ist, mit der Aufstellung reingehen. Ich nehme lieber etwas mehr Erfahrung mit Neven Subotic. Dann gehen wir hier rein. Sonderüberwachung bekommt Assele, der hat die meisten Tore geschossen. Leibold bewacht einmal bitte Weißer und Wagnermann überwacht Bittencourt. Besonderer Ansporn,
zusätzliche Siegesprämie 9.280 Euro. Und Sturmtank ändern wir jetzt auch mal hier rein in Mitrovic. Und let's go gegen SV Werder Bremen. Ja, wir holen mindestens einen Unentschieden, würde ich aber auch sagen. Rein geht's. Erstmal eine Verletzung für Tim Leibold, nicht so toll, aber Jamra kann da spielen. Wobei, auch nur eine 60er Wertung. Wagner Mann kann aber links spielen. Dann machen wir das doch so mal. Komm. Jawohl, Mitrovic mit den 1:0, aber prompt der Ausgleich mit 1:1. Und ich habe auch gesehen, Werder Bremen hat eine gelbe Karte, eine rote Karte kassiert. Das ist unsere Chance. Jetzt müssen wir. Ja, rote Karte haben sie. Komm. Wir müssen es schaffen. Moritz Heyer wird ausgewechselt für Meffert. Plata hat nicht gut gespielt. Jatta kommt rein. Kin Zombie kommt raus für Doyle. Hat auch nicht super toll gespielt. Und weiter geht es. Die restlichen 30 Minuten plus minus Nachspielzeit. Kittel mit den 2:1 und wir gewinnen gegen Werder Bremen 2:1. Nice, nice. Leonardo Bittencourt hat übrigens die rote Karte bekommen. Wichtiger Sieg, wichtiger Sieg. Währenddessen gewinnt Fortuna Düsseldorf 5:1 gegen Regensburg und St. Pauli gewinnt 4:0 gegen Ingolstadt und Paderborn gewinnt 4:0 gegen Aue. Die Ergebnisse, das sind immer solche Ergebnisse, die direkt ins Auge springen. Mittlerweile, apropos springen, wir springen auf den 3. Platz nach vorne. Und Schalke hat wieder eine Niederlage kassiert. Gegen wen waren das? Gegen Karlsruhe. Damit sind jetzt 3 Mannschaften punktgleich mit 16 Punkten. Spieltagsstatistik, wie sieht es aus? Doyle ist in Mannschaft der Woche drin. Und bester Spieler arbeitet sich Mitrovic so langsam nach vorne. Währenddessen ist Gürde Burgstaller im weiteren Hattrick der Torschützenkönig. Bisher der 2. Bundesliga. Und es geht rein in das nächste Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Wir sind da, 8. Spieltag. Wir gegen den 1. FC Nürnberg. Mal sehen, wie es wird. Ich möchte nur kurz in die Soundeinstellung gehen. Ich mache hier mal alles. Ist alles bei 10. Okay, dann ist nur auf mein Headset irgendwie so laut. Naja, nevermind. Wir gehen rein. Leibold ist wieder fit. Er wird auch spielen. Neben Supertisch spielt super. Und ich bin ganz ehrlich, die Erfahrung möchte ich echt gerne haben. Dafür darf Jonas David wieder mal ran für Schonlau. Und Vuskovic kommt zumindest rein für Schonlau. Weil es eigentlich gar nicht so klug ist, habe ich den nicht spielen zu lassen, ne? Okay, es tut mir leid, so Botetscher und da wird spielen. Ali Du kommt mal auf die Bank für Winzheimer. Und dann bin ich eigentlich relativ zufrieden, so wie es ist. Doyle hat super gespielt, er darf für Kin Zombie mal ran. Wir gehen in die Taktik. Die Sonderbewachung bekommt Lou Kamper. Aus der Außenbahn haben sie niemanden. Und dann geht's rein ins Nürnberg-Spiel. Können wir uns Platz 1 schnappen? Wir sind ja mit Schalke. Oh, das muss ich mir kurz mal spicken. Düsseldorf gemeinsam auf den Tabellenplatz 1, wenn man so haben möchte. Wir haben alle 16 Punkte. Aber die erste Chance bekommt hier Nürnberg. Nein, wir wollen keinen coolen Trick zeigen. 1:0 von Sonny Kittel zur Halbzeit. Sehr, sehr schön. Währenddessen Mitrovic hier nicht so ein gutes Spiel gemacht hat. Nur mit Note 4,5 zur Halbzeit. Doyle auch nur eine 4. Ich tue mal den Rest motivieren. Und dann gibt es noch eine Massage obendrauf. Und rein in die zweite Halbzeit. Ist doof. Jetzt habe ich mir natürlich Winzheimer nicht mitgenommen. Das ist immer so. Aber dafür darf Ali Du ran im Sturm. Jatta kommt für Plata rein. Und Vuskovic bekommt wieder Einsatzzeit für Jonas David. Doyle, glaube ich, werde ich auch noch auswechseln. Nur eine Note 4. Dafür darf kein Zombie rein. Komm, den Sieg über die Zeit tragen. Oder noch erhöhen. 2:0. Jatta mit dem Tor. Sehr, sehr schön. Irgendwelche besonderen Ergebnisse. Schalke gewinnt 4:1. Heidenheim gewinnt 3:0. Aber diesmal war es nicht so torreich.
Wir bleiben Dritter. Hannover hat eine sehr gute Saison. In echt sind die ja ziemlich weit unten. Die spielen gegen den Abstieg. Spieltagsstatistik. Gleich drei Spieler des HSV vertreten. Muskubisch, interessanterweise. David Kinzombi und Bakary Yatta. Also alle Joker, die wir reingetan haben, haben sich dann auch gut gemacht. Das ist doch sehr, sehr nett zu sehen. Yatta ist jetzt unser bester Torschütze mit 4 Toren. Und dann geht es jetzt rein in das Spiel gegen den Erzgebirge Aue. So, der 9. Spieltag steht vor der Tür. Wir spielen gegen Erzgebirge Aue. Aue ist nur auf Platz 15. Und deshalb möchte ich da quasi die Chance ein bisschen so einnehmen, um ein paar Stammspieler zu schonen. Unter anderem Muheim rein für Leibold. Schonlau, der bekommt jetzt wirklich seine Pause. Dafür darf Vuskovic ran. Genauso wie Kittel kommt raus für Alidu. Und Yatta, der das Spiel sehr gut drauf war, darf für Plata ran. Und Winzheimer bekommt seine Chance für Mitrovic, der mich noch nie so wirklich überzeugt hat bisher tatsächlich. Und wir tun Plata dafür raus. Und Doyle kommt raus, dafür kommt Kinzombi rein. Und dann sieht es gut aus, genau. In die Taktik, Sonderüberwachung bekommt Mansi. Und damit gehen wir rein ins Spiel, oder bevor wir reingehen, wir haben hier noch übelst viele E-Mails. Sonny Kittel will aus der Distanz schießen. Tut mir leid. Ansonsten den Rest kann man hier durchgehen. Er kommt zu spät. Werde ich mich noch drum kümmern. So ist es nicht. Aber jetzt gehen wir rein in das Spiel gegen Aue. Und was haben wir zur Auswahl? Wir können das gewinnen, auf jeden Fall. Aue ist nicht so stark. Und ab geht die Post. 1-0 durch Winzheimer. Ja, da hat er seine Chance genutzt. Das ist doch schön. Ja, auf geht's. Komm, das dürfen wir eigentlich nicht mehr verlieren. Yatta nur mit einer 4,5. Komm, weiter drauf. 2-0 Winzheimer. Und wir wechseln wieder. Sonny Kittel kommt für Yatta rein. Meffert kommt für Haya rein. Jamra kommt rein für Wagnermann. Und Winzheimer lasse ich durchspielen. So, das war's. Mehr möchte ich eigentlich nicht ändern. Ich bin eigentlich so zufrieden, wie es ist. Komm, drauf gehen. Ja, aber nicht noch ein Unentschieden kassieren. Ne? Kurzzeitig 1-2, aber Manuel Winzheimer mit den Hattrick. 3 Tore. Sehr, sehr nett. Sehr schön. Irgendwelche besonderen Ergebnisse. 4-0 gewinnt Hannover gegen Nürnberg. Und ansonsten nichts weiteres. Wir springen aber jetzt von Platz 2 auf. Nee, von Platz 3 auf Platz 2. So heißt es. Sehr schön. Direkter Aufstiegsplatz. Und wir haben Aue auf einen Relegationsplatz damit gekickt. Und Meffert und Wagnermann sind in der Top 11 der Woche. Sehr schön. Und auch Winzheimer hier mit seinen 3 Toren. Wahrscheinlich wird er nächste Woche vielleicht wieder seine Chance bekommen. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, gegen wen geht es nächste Woche. Gegen Düsseldorf. Uiuiui. Das wird ein absolutes Topspiel. Deshalb gibt es an der Stelle einen kleinen Cliffhanger. Und ach, wie passend dazu ist noch Länderspielpause. Was bekommen wir in Einblicken? Ah ja, Winzheimer hat einen Hattrick erzählt. Sehr, sehr gut. Er wird seine Chance wahrscheinlich gegen Düsseldorf bekommen. Wir haben hier noch ein Sponsorenangebot von LG. Das werden wir mal kurz fix annehmen. Und haben wir noch Bannenwerbung? Wir haben hier viel Bannenwerbung. Das werden wir natürlich annehmen. Anschauen YouTube. Und die hier werden wir auch annehmen. Sonst ist irgendwas? Nein. Spielen wir zu Hause? Wir spielen zu Hause. Da können wir unseren Hauptsponsor Freikarten geben. Da war 1000. Nee, ich möchte 1000 genau haben. Ja, komm schon. So, 1000 Freikarten für meinen Hauptsponsor. Beziehungen pflegen und alles.
Ich möchte mal noch kurz schauen in die erste Bundesliga. Wie sieht's aus? Erster ist München, zweiter Dortmund, dritter ist Mainz. Bielefeld ist siebter. Und die üblichen Verdächtigen hier unten. Aber interessant, okay. Genau, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge dabei, wenn es ein Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf geht. Bis dann. Ciao, ciao.